Oliver Teller von Sinnen, Guido Kanz, Bastian Pastewka, Matze Knob und Bernhard Holter. Guten Abend. Freue mich, dass Sie da sind. Hier ist genial daneben und es wird sehr interessant heute werden. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich sehr. Frau von Sinnen? Herr Balder. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Du begrüßt jetzt nicht jeden Einzelnen, oder? Warum nicht? Einfach, weil du dann, wenn du bei mir ankommst, bei dem Tempo schon wieder vergessen hast, bei wem du angefangen hast. Nein, ich möchte die Sendung heute etwas anders beginnen. Ich möchte kulturell beginnen, meine Damen und Herren. Sie werden es von mir nicht gewohnt sein, aber Sie werden sich daran gewöhnen müssen. Sie merken es an meiner Sprachauswahl. Ich bin sehr aufgeregt, denn ich muss was hochhalten. Gucken Sie mal. Zwei Weihnachtsmänner. Um Gottes Willen. Ja. Herr Pastewka, wie ich ihn noch nie gesehen habe, und Herr Herbst, wie Sie ihn auch noch nie gesehen haben. Das ist ein Zweiteiler, gibt es als DVD und gibt es auch im Fernsehen. Richtig, nächsten Donnerstag und Freitag ist es soweit. Zwei Weihnachtsmänner in zwei Teilen, macht zusammen vier. Christoph Maria Herbst und ich spielen beide Rollen. Und das über zwei Abende. Und in Sat.1 geht's los am nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr. Ganz genau. Also die DVD schon kann man aus Sicherheitsgründen jetzt schon kaufen. Ja, das finde ich auch noch. Ich weiß nicht, warum es so ist. Seit gestern ist sie im Handel. Also die DVD ist eher da als der Film. Das ist schön. Wenn Sie also den Film schauen und die DVD zu Hause haben, haben Sie insgesamt sechs Weihnachtsmänner, wenn Sie es richtig machen. Ich kann dir auch sagen, warum die DVD eher rauskommt. Weil Sat.1 sich noch nicht sicher ist, ob es den Sender da noch gibt. Das ist so. Das könnte sein. Richtig. Man weiß es nicht, aber da haben Sie wenigstens die DVD schon. Also, ich kann Sie nur empfehlen, ich habe Ausschnitte gesehen, ich habe mich krank gelacht. Gucken Sie sich das an, die Weihnachtskomödie des Jahres. Du hast dich krank gelacht, das hat an deinem Zustand erstmal nichts verändert. Vielen Dank. Herr Holker, Sie wissen, dass ich Sie heute ganz besonders vorhabe. Oh. Ich bin bereit. Ich spüre Druck. Oh. Miteinander? Mit oder ohne Öl auf dem Oberkörper. Oh. Können wir ein bisschen Musik haben für die beiden? Sollen wir rausgehen? Nein, bleibt ruhig hier. Da kommt noch mal Aloha, die Südsee-Show bei den beiden. So, also, es geht los, ihr Lieben. Wir gehen nach Karlsruhe. In Karlsruhe wohnt Arno Schork. Arno, ich begrüße Sie in Karlsruhe. Und Arno Schork möchte wissen, was ist dein Schwindelkalender? Schwindelkalender? Ja. Schwindelkalender ist der, der in jedem Jahr den 29. Februar im Programm hat. Dabei ist ja nur im Schaltjahr der 29. Februar, das ist ein Fehldruck, der wird aber einfach den Leuten so aufs Auge gedrückt, Kreissparkasse, Karlsruhe schön günstig, weiß der Fehldruck, egal, merken die gar nicht. Und da hast du jedes Jahr einen Tag mehr im Kalender. Einen Tag mehr für selbe Geld. Ja. Das ist ein Schwindelkalender. Nächste Nein. Frage. Aber ein Schwindelkalender ist extra für den Hugo Egon Balder angefertigt worden. Und jeden Tag, wo der uns belügt, muss der ein Kreuzchen reinmachen. Ich belüge euch ja nicht jeden Tag. Und der ist am Ende blau wie das Meer. Ja. Das ist, ist natürlich ein Adventskalender. Wir sind in der Weihnachtszeit, das kennen wir alle. Wir hatten früher auch diese Schokoladenweihnachtskalender, wo wir jeden Tag was aufgemacht haben. Wenn wir aber irgendwann aus Hektik, wie ich sehr oft, einfach an dem Ding gerüttelt haben, weil wir die Schokolade früher haben wollten, ist die komplette Schokolade ganz nach unten in den Kalender gefallen. Und du konntest nur am 7., 9., 12. Ja. Und 16. Ja. Ja. Das ist der schöne Kalender. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, ein Schwindelkalender hat etwas zu tun mit Zirkus. Das heißt, ein Artist, ja, ein Seilartist, der ja bei der Arbeit auch mal in den Kalender schauen muss, der holt ihn dann raus, während er eben oben steht. Und damit, verstehst du, damit er, wenn ihm schwindelig wird, hat er diesen Schwindelkalender. Also es ist ein Kalender, der auch funktioniert, wenn einem schwindelig ist oder wenn einem nicht schwindelig ist. Also man kann den in großen Höhen benutzen, man kann den natürlich auch auf dem Boden benutzen. Also es ist ein ganz normaler Kalender, der eben nur für große Höhen... aber da war ich eben auch, bin aber beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Es gibt ja... wenn man im Ohr Probleme hat, im Innenohr, das ist ja auch fürs Gleichgewicht zuständig, und dann ist den Menschen schwindelig. Genau. Und vielleicht sagt ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, hier ist ein Kalender und Sie machen da jetzt Notizen, wann Ihnen schwindelig wurde, damit das bei der Diagnose hilfreich ist. Richtige Antwort. Wow. Genau so, das machen wir jetzt. Genau so, die ganze Sendung durch. Wie neu. Ich muss es so gelten lassen. Die Antwort ist etwas komplexer, aber der Kern ist der gleiche. Manche Menschen leiden unter chronischen Schwindelanfällen, das stimmt, deren Ursache einfach nicht klar ist. Und um herauszufinden, was den Schwindel jetzt hervorruft, sagt der Arzt, schreiben Sie bitte genau auf, wenn Sie einen Anfall haben, wo waren Sie, was haben Sie gemacht, wie standen Sie, so. Das ist richtig, absolut richtig. Mein Gott, nicht so, oh, guck mal, wie enttäuscht er ist. Oh. Und direkt die erste ich Frage. Ich freue mich doch. Ja, innerlich. Stell doch einfach eine schwere Frage. Das mache ich jetzt, nicht für Arno. Arno, es tut mir leid,
Zeit, Arno, es gibt kein Geld. Ich glaube, dass Herr Balder sich wirklich freut, weil Sat.1 hier jeden Taler braucht. Das ist richtig. Es wird mir alles abgezogen. Ich habe schon immer das gleiche Jackett an. Aber egal. Apropos Kleidung, was hast du für ein T-Shirt an? Ist das ein Muster oder ist dir was aus dem Mund gelaufen? Ich möchte die Antwort vervollständigen, Herr Hoeker. Das ist ein Muster, das mir aus dem Mund kommt. Klare Frage, klare Antwort, ja, meine Damen und Herren. Schön. Sie kennen mich. Kerstin Prengemann wohnt in Eschede. Und Kerstin Prengemann aus Eschede möchte wissen, warum wird direkt neben einer Startbahn des Hamburger Flughafens regelmäßig Alkohol in den Boden gepumpt? Maulwürfe. Maulwürfe! Der Maulwurf an sich gräbt sich unter die Landebahn, das könnte zu bösen Hubbeln oder sonst was führen. Und da die auf Alkohol nicht können, wenn da so ein Doppelkorn oder so reinläuft, sagen die lieber mal Richtung Hafen, Richtung Reeperbahn oder so, hauen die ab und das ist ein wunderbares Mittel gegen Maulwürfe. In Hamburg. Kann das stimmen? Kann das sein? Es kann stimmen, es kommt darauf an, ob Maulwürfe auf Alkohol reagieren. Dem Blick nach zu urteilen, würde ich sagen, nein. Recht haben Sie. Hat es vielleicht was mit Eis zu tun, dass beim Alkohol, dass es nicht frieren kann, da nebendran? Also ist es mehr so im Winter? Na, wenn es aber neben der Startbahn friert, macht es ja nichts, oder? Also es wird Alkohol in den Boden gepumpt. Hat das mit dem Flughafen überhaupt zu tun? Oder ist da zufällig irgendwie eine Bierbrauerei, die jetzt, sagen wir mal, das ist doch neben die Frage, der Startbahn? Oder? Neben der Startbahn, könnte noch eine Bierbrauerei sein. Ja, da ist zumindest ein McDrive, habe ich vom Flughafen schon mal gesehen. Zum Beispiel. Ich gebe ja nur ein Beispiel. So, und da wird Alkohol einfach abgepumpt, weil es... Also hat es mit dem Flughafen zu tun, das müssen wir wissen. Ja, natürlich. Ja, so, das kann man ja auch ganz normal sagen, glaube, jetzt gleich im Tonfall sich zu vergreifen. Könnte, aber Bastian, du hast uns weiter Piloten, man sagt ja mittlerweile auch, dass gerade, es gibt ja diese Billigflieger. So. Ja, diese natürlich. Billigflieger neigen ja dazu, dass sie auch Piloten einstellen, die möglicherweise in der Ausbildung nicht ganz so. Und es kann schon mal sein, dass die Cockpit-Tür aufgeht und dann rollen dir so ein paar Bierdosen entgegen. So. Kann ja schon passieren. Jetzt hast du so einen Piloten, der kann aber nur auf Alkohol fliegen. Und es geht ihm aber auf dieser Rollbahn, weil du hast ja gerne auch mal so, vom Cockpit kommt ja mal so die Ansage vom Tower, sie haben noch 10 Maschinen vor sich, meine Damen, heute ist ein bisschen viel los, und ein bisschen los, Startposition 11, so. Und dann verliert sich aber im Laufe der Startphase, der Wartephase, sein Alkoholpegel. Und dann kann der mal eben aussteigen, kann mal einmal so ein bisschen irgendwie vom Boden, mal, so eine Bodenprobe nehmen. Jetzt kommt Werbung, das ist ein Zweiteiler, das dauert noch ein bisschen. Ja. Die Frage ist... Ich war eigentlich noch nicht fertig, aber... Das macht nichts. Das würde mich nicht hindern. Ich glaube, es handelt sich dabei um eine Einrichtung zur Flugsicherung. Man weiß ja, dass auf Flughäfen ein spezielles Gras gepflanzt wird, bei dem Bodenbrüter sich nicht wohlfühlen. Bei dem wem sich? Wer Bodenbrüter sich nicht wohlfühlen. Bodenbrüter. Damit Bodenbrüter nicht im Gras zwischen den Lande- und Startbahnen brüten. Was und ist denn ein Bodenbrüter? Ein Vogel, der auf dem Boden brüht. Wenn ich sage, ich schick's ein! So, also, was ist hier? So, und wenn man jetzt, das ist ja so, ich glaube, es handelt sich auch nicht um eine normale Start- und Landebahn, sondern es ist die vom Airbus-Gebiet, die geht ja quer durch ein Naturschutzgebiet. Und das ist aber Finkenwerder. Ja, ob da jetzt Finken oder Fußballer von Werder Bremen aufsteigen, ist mir... So, und das wird auf jeden Fall in den Boden gepumpt, weil das gibt Ausdünstungen, die entweder das Wachstum bestimmter Pflanzen oder das Verhalten bestimmter Tiere dermaßen beeinflussen, dass das weitere Flugverhalten von großen Vögeln, nämlich aus metallen Flugzeugen, da spreche ich von, nicht gestört wird, sondern sogar begünstigt, wenn nicht sogar bevorteilt. Ich habe ein Problem. Ich habe den Anfang vergessen. Ich kann Ihnen mehrere davon. Hamster. Ich bleibe beim Hamster. Es gibt doch schon sonst wirklich, dass wegen irgendwelchen Hamstern, die in Deutschland ja immer noch vorkommen, wirklich Neubaugebiete oder so verlegt werden. Wahrscheinlich sind da irgendwelche keine Maulwürfe, sondern ich tendiere zum Hamster. Wegen Alter. Hamster werden Neubaugebiete verlegt? Nein, natürlich, weil irgendwo der Hamster zugegen ist, wohnt, dann können da manche Sachen nicht gebaut werden, weil die unter Naturschutz stehen. Wahrscheinlich ist das da auch, dass sie dem Hamster nicht zu Leibe rücken wollen, das heißt, den nicht erschießen, sondern einfach nur ein bisschen Alkohol und dann haut der Hamster ab. Es sind nämlich gar keine Maulwürfe, es sind Hamster. Jetzt sind Sie dran, Herr Walder. So, Hamster. Es handelt sich um einen sehr wasserhaltigen Boden, der nicht frieren soll. Deshalb wird Alkohol reingeschüttet, damit er nicht friert und nicht springt, weil gefrorener Boden dehnt sich aus. Ha, so einfach kann es sein. Beim Frieren war ich doch eben auch schon. Kann es denn so einfach sein, meine Damen und Herren? Könnte es vielleicht stimmen? Könnte Hohe gerecht haben? Denken Sie drüber nach. Wir machen ein bisschen Werbung, sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich.
Warum wird direkt neben einer Startbahn des Hamburger Flughafens regelmäßig Alkohol in den Boden gepumpt, wollte Kerstin Prengemann aus Eschede wissen. Hoeker war wieder bei der Friererei des Bodens. Jetzt bin ich mal kurz bei der Reinigung. Ich kenne zwar Alkohol eigentlich nur intravenös, aber es gibt ja auch... Es gibt doch so hundertprozentigen Alkohol, mit dem man Dinge sauber machen kann. Es gab Zeiten, da habe ich auch Nagellackentferner getrunken. Sehen Sie? Wir merken Sie ihn heute auch noch an, Herr Walter. Natürlich. Wollen Sie damit den Plack auf der Zunge loswerden? Ja. Oder? Also vielleicht ist das wirklich, damit da das Bodenpersonal schnell Zugriff zu hat, um etwas zu reinigen am Flieger. Deswegen wird der Alkohol in den Boden gepumpt. Ja, damit, also das ist wie ein Vorrat dann, dass sie nicht extra wieder ins Gebäude laufen müssen, sondern da wohnt der Alkohol. Ah, ich hab eine Idee. Das ist ein Tank und zwar wird damit, das ist zum Enteisen, der Flügel im Winter. Ich glaube, da werden einfach nur, weil es gibt ja auch große Sprittanks, die im Boden gelagert sind. Deswegen wird der reinlaufen lassen, damit, wenn es friert, und in Hamburg ist ja kalt da oben mal ein bisschen an der Nordseeküste, und wenn dann wieder mal ein bisschen enteist werden soll, hole ich einfach den Schlauch raus und mache ihn oben auf die Tragfläche drauf. Und dafür brauchen die Alkohol. Ist das habe ich eben auch gedacht. Da hatte ich nur so Angst mit dem Getriebe, dass das schnell Feuer fängt. Günther Willumeit ist da. Ja. Kann das so? Hallo, ich möchte gerne eine Frage auf eine Antwort auf meine Frage. So war es oder umgekehrt. Ja, die Antwort ist absolut falsch. Kann das vielleicht mit Bauarbeitern zu tun haben? Noch jemand eine Idee? Ja, warte. Weil Bauarbeiter jetzt zum Beispiel, ich habe mal bei mir welche gehabt, die haben das Badezimmer gemacht und die haben allen Ernstes gesagt, pass mal auf, wenn du dir nicht einen neuen Kosten Biron stellst, dann arbeiten wir nicht weiter. Und das möglicherweise, dass sie an einer Fahrbahn arbeiten und damit die grundsätzlich immer wieder... Aber dass sie das mit so großen Schläuchen gepumpt bekommen, arbeiten die auch, will mir nicht in den Kopf. Unterirdisch, dass der vielleicht unter der Fahrbahn, ich sag mal, wie so ein Parkhaus... Man kriegt von dir langsam den Eindruck, dass du nur von Alkoholikern umgeben bist. Ich sitze jetzt hier also neben dem Bernhard. Natürlich. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, geht mehr in die Richtung, was für Bilder entstehen im Kopf. Wird der Alkohol einfach so in den Erdboden gepumpt, um die Beschaffenheit ebenselbigen Boden zu verändern? Oder aber befindet sich genau dort ein Tank, wo etwas hineingepumpt wird? Das hat er ja eben gesagt. Und das heißt, was wurde gesagt? Was war die Antwort? Nein. Da hättest du mal aufgepasst. Auf eine Entweder-Oder-Frage kann man nicht mit Ja oder Nein antworten. Auf eine Entweder-Oder-Frage kann man nicht, bitte hören Sie auf zu lachen, kann man nicht mit Ja oder Nein antworten. Das sind Leitungen, die nicht gefrieren dürfen. So, weil es gibt ja diese Landephase und das ist ja ganz wichtig. Und wenn da die Leitungen gefrieren, gehen die kaputt, dann gehen die Lichter aus. Und damit diese Leitungen eben nicht gefrieren, ist da Alkohol. So ist es. Und das bedeutet, dass quasi dieses gesamte Gebiet um diese Startbahn drumherum sozusagen, ich sag mal, in einem normalen Zustand bleibt. Das heißt, das wäre dann also nur im Winter? Ja, aber es kann ja auch mal so ein Wintereinbruch, weil Klimawandel ist ja auch im August auf einmal möglich, dass da mal Weißes heute ist. Natürlich, haben wir alle schon erlebt. Wahrscheinlich haben die gar keine elektronischen Lampen, sondern in Wirklichkeit die Dinger, die wir alle im Garten stehen haben. Die Lampen, die man so anzünden kann und die brennen ja mit Alkohol. Zum Glück. Das ist einfach so ein Notsystem, sollte da alles ausfallen können. Die sagen, Landebahn 3, wunderbar. Einer Wunderkerze gehen die hin und machen die so. Die Dinger werden alle angemacht und dann brennen es und dann kannst du da wunderbar noch landen. Aber wieso denn in Hamburg, nicht in Aserbaidschan? Herr Balder, Sie hatten ja Maulwürfe und Hamstervorschläge von Herrn Kanz abgelehnt. Aber hat es etwas mit Schädlingsbekämpfung zu tun? Tiere. Insekten. Es hat mit Schädlingsbekämpfung nichts zu tun. Mit Pflanzen aber. Nein. Das hat was mit Tieren zu tun, da bin ich 100% von überzeugt. Tiere. Mit Tieren oder mit Wasser? Vielleicht ist es doch größeres Wild, damit da nichts passiert. Elche. Elefanten. Sieht man ja oft auf dem Hamburger Flughafen. Ja. Kann es vielleicht sein, dass das, wenn Alkohol im Boden ist, dass halt irgendwelche Grasfresser halt nicht hinkommen? Also das geht nicht darum, Tiere aus dem Boden zu vertreiben, aber die Ausdünstungen führen dazu, dass halt keine Karnickel, keine Rehe, keine Elche, wenn sie das... Also ich werde es euch mal sagen. Was ist denn, wenn da eine große Bierwerbung ganz einfach irgendwo ist? Da steht irgendwie Till Schweiger und hält irgendwie ein Glas Bier. Und das ist riesig gut zu sehen, wenn du schon fliegst, denkst du, das kaufe ich mir. Und damit das authentisch aussieht, haben die da halt immer so ein bisschen Bier durchgejagt, damit es oben so sprudelt und blubbert. Könnte doch sein. Verändert das die Farbe des Grases? Bitte? Das verändert die Farbe des Grases. Und wie wird das Gras dann? In einem schillernden Lila. Es wird gelb. Warum soll es denn gelb sein? Weil werden? Dann sieht man es besser. Damit ich bin ja nochmal dabei, falls die Beleuchtung ausfallen sollte, hast du nämlich links und rechts einen gelben Streifen und das ist dann das Signal für den Piloten. Da gibt es aber eine ganz einfachere Methode. Stimmt, man macht die Rapsanpflanzen. Man macht die Startbahn grün. Oder Hallo, so. Herr Balder. Ich sage es euch, in den 60er und 70er Jahren
wurden in unmittelbarer Nähe einer Startbahn des Hamburger Flughafens Flugzeugteile gereinigt. Früher, vor langer, langer Zeit. Dabei kamen giftige Lösungsmittel zum Einsatz, die ins Erdreich sickerten. Die sind jetzt da drin. Und Restbestände dieses Gifts werden heute nach modernsten Methoden entsorgt, wie mit Bakterien. Bakterien fressen fast alles, auch dieses Gift, aber nur, wenn es mit Alkohol angereichert ist. Das heißt, die Bakterien müssen was zu saufen. Natürlich. Dann schaffen die das. Und deswegen kippen die Wissenschaftler hochprozentigen Alkohol in den Boden. Ich finde das, find das super. Das sind hackebreite Bakterien. Ja, und finden sich gegenseitig schön. Ja. Kerstin, 500 Euro für Sie. Gratulation. Leider gut. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch zufällig eine Frage zu Hause rumliegen haben oder mehrere oder auch ganz mehrere oder noch mehrere als mehrere, können Sie uns die schicken. Genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 10 1120 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Ganz egal, wie viele Fragen, einfach zu uns und vielleicht haben Sie Glück und kommen ran. Vielleicht machen Sie es auch wie Simone Bungart aus Wachtberg und kommen einfach zu uns hier nach Hürth-Kaltscheuren in die Weltstadt. Simone ist nämlich heute hier. Wo sitzen Sie, Simone? Wo sind Sie? Dort ganz unten. Simone, ich drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe. Hier kommt Ihre Frage. Simone möchte wissen, was ist eine Knochenglatze? Hoeker. Ich habe es auch nicht verstanden. Eine Glockenglatze. Eine Knochenglatze. Ich glaube, das ist ein Kniegelenk. Ein Kniegelenk. Das könnte so aussehen, wenn man die Haut sich wegdenkt, wie eine Glatze, weil es oben relativ rund ist. Ich glaube, du hast recht, sie weint. Könnte Kniegelenk sein. Mein Tipp ist Kniegelenk. Kniegelenk? Ja. Na, weiß ich nicht so recht. Eine Verletzung des Kniegelenks. Wie weiß ich nicht? Ja oder nein, Herr Baller, weiß ich nicht. Vielleicht so ein künstliches Hüftgelenk. Ein künstliches Hüftgelenk. Ja. Weil es eben in der Tat aussieht wie eine Glatze. Und ja, also ich tippe mal auf künstliches Hüftgelenk. Ja? Ich tippe da auf einen Knochenfehler. Die Knochenhaut ist abgeschabt aus irgendwelchen Gründen, sodass man das pure Knochen... Holz sehen kann. Knochenhaut. So, und dann spricht der Arzt, noch schöner als ihre Tränen sind dein verzwicktes Gesicht, wie kriege ich das noch rausgezögert? Es ist eine Verletzung des Knochens. Im Knie. Wenn der Knorpel im Knie quasi komplett abgeschabt ist, dann ist ja nur noch der reine Knochen und dann ist es eben diese berühmte Der wird genau... Das muss ich leider genau so anerkennen. Hier. Ja, richtig. Ja, ja, ja. Das ist... Ja. Ist jetzt völlig egal, ob es Knie ist oder nicht Knie ist, deswegen ist es wurscht. Zum Schutz der Gelenke sind die Knochen mit Knorpel überzogen, so eine Art Schmiere. Und wenn die bei beanspruchten Gelenken sich stark zurückbilden, dass man die Knochenköpfe direkt sieht, dann spricht der Mediziner von einer Knochenglatze. Ja, Simone, es tut mir wahnsinnig leid. Jetzt müssen Sie Matze Knob 500 Euro bezahlen, aber... Nein, natürlich nicht. Es gibt leider kein Geld. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bernhard Katzertell aus Reichenberg, das liegt in Bayern, möchte wissen, was ist ein Nasenkreis? Ein Nasenkreis? Nicht Kreis, Nasenkreis. Ein Nasenkreis. Ein Nasenkreis. Und zwar kommt das aus der Malkunst. Natürlich. Es gibt eine Maltechnik, da wird ein Blatt Papier eingespannt, Farbe wird hinaufgetropft und dann wird das ganz schnell gedreht. Diese Farbe springt, wird so nach außen durch die Zentrifugalkraft, weil Pedal ist ja die Gegend, natürlich. Fugalkraft nach außen gedrückt. Das sind kleine Farbnasen, die kreisförmig über das Ding gedreht werden. Das ist die... Das ist der Nasenkreis. Ist der, jetzt hat er die Frage vergessen. Wie war das? Egal. Nasenkreis. Standardantwort 84. Aber beim Malen bin ich auch. Natürlich. Beim Malen bin ich auch. Es gibt ja oft auch schon, Sie wissen ja, ich habe Mickey Maus abonniert. Natürlich. Und da gibt es oft so kleine Malanleitungen auch, wie man am besten so eine Mickey Maus malt. Natürlich. Oder? Und dann gibt es immer so auch so vorgefertigte Schablonen im, für die das Ohren. Das macht sie, während sie Fernsehen guckt. Du hast die Mickey Maus abonniert. Natürlich. Natürlich. Ich wusste gar nicht, dass man die abonnieren kann. Ihr seid sehr gut. Ja, ich bin Clubmitglied. Oh, das hattest du früher auch so einen Ausweis, wo du so... Hab ich jetzt noch. Ja, echt? Natürlich. Aber die haben keine Geheimnachrichten mehr geschickt irgendwann, oder? Ja, aber ich kriege zum Beispiel immer so... Ich kriege ja immer so Gimmicks und dann kriege ich auch immer so Füller, wo man Geheimnachrichten mitschreiben kann. Ach, Wahnsinn. Ist ja ganz toll. Wie alt sind Sie jetzt? Herr Baller, ich werde im Februar 50. Nee, ist klar. Mhm. Ich hab mich gut gehalten.
schlecht ertragen kann. Dass sie 50 werden. Nein, ich liebe es, dass ich 50 werde. Ich bin so dankbar, dass ich dann schon ein halbes Jahrhundert lebe, wenn ich es denn erleben sollte. Nein, aber ich muss ja immer meinem Wechseljahre geht das so. Ich muss ja immer meinem Kinderzentrum Nahrung geben. Deswegen esse ich auch gern Fritten und Pizza und Softeis und so. Ja, das und eben lese auch gerne die Mickey Maus. Na, aber jetzt zurück zum Stück. Genau, der Nasenkreis. Wenn ich also, ich kriege oft Anleitungen, wie ich am besten eine Mickey Maus male. Mit den Ohren und eben auch der Nase, der Mund und wo alles hingehört. Und da ist eben dann auch vorgegeben ein Kreis, wo sehr symmetrisch bei dem Malen der Mickey Maus die Nase hinkommt. Das ist der... Ich weiß jetzt schon, was ich dir zum 50. Geburtstag schenke. Ein Abo für Bravo Girl. Ich muss das kurz klären, das ist total doof. Bravo Girl habe ich auch früher schon nicht gelesen. Nein, nein, aber Bravo hatte ich mal im Abo. Ist auch nicht lange her. Ich habe eine Idee. Herr Balder. Maler kennen sich aus. Malen, anstreichen, renovieren, Tapete. Sie wissen, wenn jemand anstreicht und es läuft zu viel Farbe auf dem Pinsel, es läuft unten runter, ist es eine sogenannte Nase, wie der Fachangestellte sagt. Ja. Und ich tippe einfach mal, wenn etwas zu viel Farbe aufgetragen ist, es läuft runter, wird es unten an der Fußleiste so einen kleinen Nasenkreis geben, der wieder so hoch läuft. Ja. Und das sieht unschön aus und das nennt einfach der Malermeister Nasenkreis. Falsch. Danke. Hier. Und zwar hat es etwas mit Essen zu tun. Mit wem? Mit Essen. Aber wie schön. Hier könnte auch Bochum sein, also das ist egal. Aber ich sag mal, also Restaurant, wenn zum Beispiel im Restaurant Gottschalk, Mike Krüger und Pinocchio beim Essen sitzen, dann ist das ein Nasenkreis. Sehr gut, sehr schön. Hey, jetzt ein Tommelwirbel hätte wir ihn machen. Aber ja, Hörgerchen ist dran, Hannes Helling. Super, natürlich. Der Nasenkreis ist der kleine Fettfleck, der an einer Scheibe entsteht, wenn man zu nah dran geht beim Rausgucken. Schöne Idee. Heller. Jetzt meine Antwort. Der Schönheitschirurg macht doch auch lustige kleine Zeichnungen in einem Gesicht, bevor er Operationen vornimmt. Und wenn er die Nase auch mitliftet oder operiert, dann muss er einen Nasenkreis einzeichnen. Was ist denn mit Jungs, die gerne so weißes Pulver sich in die Nase hauen, aber keine Linie machen? Keine Linie, sondern so einen Kunden, die sagt dann, ey, heute mach ich mal einen Nasenkreis. Ja. Oder bei Verkehrsmalereien auf Straßen. Wie jetzt? Ist der Nasenkreis... Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich dachte irgendwie, also die Nase ist doch im Prinzip, wenn sie relativ symmetrisch im Gesicht ist, ist sie in der Mitte des Gesichtes. Deswegen gehe ich jetzt bei einem Nasenkreis davon aus... Es gibt aus, ganz wenig Leute, die Nase an der Seite haben. Eben, was meine Theorie ja bestätigt. Ja, richtig. Deswegen ist ein Nasenkreis etwas, wo du in der Mitte eine Schnur fixierst und dann eben einen Kreis darum ziehst. Und das ist dann eben ein Nasenkreis. Das könnte auf einem Spielfeld sein. Kann das vielleicht, du kennst dich mit Filmen gut aus, dass das vielleicht so ein Film ist. Also ich meine, es gibt ja, oder es ist vielleicht irgendwie eine Organisation, der Ku-Klux-Klan, das sind ja ganz böse Männer. Und der Nasenkreis, die sind noch böser. Die sind ganz böse. Die haben keine weißen Mützen auf, sondern nur so kleine Flecken auf dem Was ist denn mit Augenarzt, Herr Balder? Kann das nicht sein, dass der Nasenkreis irgendwas ist? Ich war noch nie beim Augenarzt, aber dass man... Klär erstmal den Augenkreis, finde ich auch. Dann machen wir den Nasenkreis. Du musst doch sehen, ob bei dir alles in Ordnung ist. Das sehe ich ja. Wenn ich nichts mehr sehe, dann muss ich da hin. Wenn du die Nase in so einen Nasenkreis stecken musst, um vielleicht einen gewissen Abstand zu einem Testgerät zu haben, spricht man vielleicht von diesem kleinen Plastik. Man muss beim Augenarzt keine Nase irgendwo reinstecken. Zwei Vorschläge. Es sei denn, man kennt ihn, oder? Zwei Vorschläge? Herr Balder, bitte. Herr Balder. Oh, nee. Jetzt habe ich Bilder im Kopf. Hast du meinen Kopf berührt? Ja, ich wollte das rausschütteln. Ich weiß nicht, was du geschüttelt hast, aber ich habe gerade eine Läusebehandlung hinter mir. Die halten sich in langen, dichten Haaren auf. Aber die Menschen fliegen auch ins All, was soll's. Natürlich. So, gut, Spaß beiseite.
ist der Nasenkreis nicht wirklich eine Standardgröße für eine Nase? Weil ich meine, es muss ja Menschen geben, die diese lustigen Pappnasen zu Karneval herstellen. Die müssen doch eine DIN-Größe haben. Die müssen doch wissen, welche Pappnase mache ich. Lachen Sie bitte nicht, ich bin nicht sehr konzentriert. Die müssen doch eine DIN-Größe herstellen, damit sich jede Nase, auch deine, diese Pappnase hält, dass sie nicht runterfällt. Ohne, dass man so eine Kordel benutzen muss. Das ist ein Standard A1 DIN-Nasenkreis nach einer EU-Norm. In Brüssel. In Brüssel. Ein geiler Satz. Hast du gehört? Eine DIN-Norm nach EU-Recht. Ja, DIN ist deutsch. Deutsche Industrienorm. Das ist alles schon gewesen. Das hier ist eine Comedy-Sendung. Wir sind bei der Industrie. Dass du jetzt anfängst, Haare zu spalten, im besten Sinne, ja? Da hab ich. Also, entweder sind wir in einem Labor, es geht um Viren, Erkältungszeit. Oh, ich benesse mich gerade irgendwie. Erkältungszeit, Virenzeit. Der Nasenkreis ist das, wo man mit einem kleinen Q-Tip Proben nimmt, um die Nase herum, um zu sehen, welche Art Schnupfen habe ich denn gerade. Oder wir sind in der industriellen Herstellung von Karnevalsmasken. Genau, was ich gesagt habe. Eskimos. Bitte? Eskimos. Inuits. Begrüßen Sie dazu mit Inuits. Man sagt dazu Inuits, Eskimos an der Beleidigung heißt Fleischfresser. Fischfresser. Bitte, du bist also dran. Die Fischfresser. Nein. Gucken doch keine jetzt hier, die haben doch kein Fernsehen da. So, also diese Nasen. Hey, ja, daneben läuft nicht an der Arktis? Ich weiß Kinder, nicht. Kinder, ich gehe zahlen. Mach halt. An der Arktis. An der Arktis ist doch. Also diese Eskimos. Inuits. Begrüßen sich ja mit der Nase. Richtig. Die machen ja dieses. Warum machen die das eigentlich? Weil sie die Hände in Handschuhen haben. Weil den Arsch kalt ist, bist du bescheuert. Sie ziehen die Handschuhe aus. Wie der Läuse. Da gibt es einen schönen Satz, den habe ich gerade gehört. Wenn einer immer die Hände in der Hosentasche hat, was du dann sagen musst. Weißt du das? Ich habe es gehört, ja. Hast du es auch schon gehört? Natürlich nicht. Dann musst du sagen, wenn dir jetzt die Eier explodieren, hast du keine Hände mehr. Habe ich gerade gehört. Ich muss sagen, ich bin früher sehr gerne in diese Sendung gegangen, natürlich. Aber was mir mittlerweile hier geboten wird. Zwei Vorschläge. Nein, ein Vorschlag, weil sonst sagst du direkt den zweiten. Ich habe nur einen Vorschlag. Okay, bitte an. Ja, ruf die Wir sind in der Geschichtschirurgie. Falsch. Entschuldigung, hast du gesagt Geschichtschirurgie? Geschichtschirurgie. Das ist auch nicht genau richtig. Die Geschichte der Nase muss völlig neu geschrieben werden. Sind wir in der Geschichtschirurgie oder in der Geschichtschirurgie? Ist egal, ich rede einfach nur um die Veränderung von geschichtlichen Daten. Er hat halt Daten. Die Wechstaben verwuchsen, mein Gott. Was ist Sphinx? Sphinx. Ja. Die Sphinx hatte früher eine Nase und diese Nase ist weg. Und die Leute, die diese Nase im Keller haben, das ist der Nasenkreis. Nein, die das sind die, die ja, aber das wissen wir doch, wer die hat. Das war doch Obelix, der die abgeholt hat. Der hat die vergraben. Ich nehme an, sie hat ein Abo. Sind Obelix-Bände in Leder gebunden zu Hause? Ich habe sie mit Text. Ich gehe zu Hause. Das hält ja keiner aus. Mein Gott, das ist auch eine alberne Frage. Jetzt sag doch mal, das ist eine alberne Frage. Vor allen Dingen ist die Antwort noch alberner. Ja, worum geht's denn? Also man sagt doch mal oft scherzhaft zu jemandem, ey, du Nase. Also es ist wirklich ein Kreis von Leuten, die einen am Kappes haben. Ich hätte Kinder, wir sind doch, wir müssen einfach Folgendes klar machen. Wir sind natürlich in einem Fachgebiet, in dem ich sehr persönlich gerne zu Hause bin, nämlich bei CSI Miami. Da ist es inzwischen so, dass Horatio, der seine Sonnenbrille immer ab und aufzieht, inzwischen sich nicht mehr mit Fingerabdrücken, die so gemacht werden, in irgendeiner Form zufrieden gibt, sondern halt auch die Leute gerne mal die Nase über dieses schwarze Ding ziehen lässt, damit man, genau, wir haben einen Nasenabdruck aus L.A., lass ihn mal bitte vorbeikommen. Das ist eine sehr, sehr neue Technik, ich glaube, das ist der Nasenkreis. Was ist denn mit Banküberfall? Was ist denn mit Kühen? Was ist denn mit Banküberfall und Kühen? Ja, beim Banküberfall, klar, der Bankräuber an sich zieht sich den Strumpf übers Gesicht, und damit er besser atmen kann, spart er hier den Nasenkreis aus. Oh. Ja. Oh, das ist eine Marktlücke. Man muss aber damit rechnen, dass er an seiner Nase später erkannt wird. Genau. Ja. An der Nase des Mannes erkennt man. Wenn er dann nach dem Überfall mit einer Kuh davonreitet, dann kann er.
Wenn er mit wem mit der Kühe und Bankübergabe also, zusammengearbeitet hat. Völlig richtig. Sind wir vielleicht in der Wahrnehmungstheorie? Anders. Bei wem sind wir? Bei der Wahrnehmungstheorie. Warum also, denn? Weil ich glaube, dass das zumindest sein kann. Und zwar geht es um den Kreis, den... Er wusste nicht mehr weiter. Hunde, ne? Nein. Den Hunde mit ihrer Nase noch wahrnehmen können. Also diesen, den Geruchsbereich. Oder man spricht, wenn irgendwo eine Stinkbombe gefallen ist, oh, die befindet sich noch im Nasenkreis des Opfers. Weil, was ist denn, wenn so Leprakranke zusammen so ein Spiel machen? Das ist die nächste Information. Dumm, 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 aber der Nasenkreis geht um. Kühe war doch gar nicht so schlecht, weil die Bullen haben doch oftmals dieses Piercing durch die Nasen. Also, ich sag's euch mal, weil wenn ihr keine Modellflieger seid, werdet ihr es nicht wissen. Ah, ist das hier, wer ist wo der Modellflieger? Hubschrauber immer vorne bleibt, mit dem Kopf immer auf den, das ist das schwerste Flugmanöver bei Hubschraubern, die es gibt. Und das bezeichne ich, glaube ich, ich habe einen, Scheiße, ich hab einen hier. Schade. Ich muss mal gucken, ob er da ist. Du machst das jetzt aber nicht vor, also, oder? Das ist wirklich was, das wissen wirklich nur Modellflieger. Nun, ich habe das auch nicht gewusst. Also, wenn man so einen Hubschrauber, wenn der jetzt fliegt, normalerweise fliegt der immer hin und her. Das ist der Christoph. Das ist der Christoph. Das ist der Christoph. Das ist der Christoph, ja. So, der fliegt immer hin und her. Ganz schwierig für Modellflieger ist es, den Nasenkreis zu machen. Das heißt, der Hubschrauber steht so und man bewegt sich mit ihm mit. Einmal um die Achse. Und. Ich wusste nicht, dass es bei ihm anfällt. Er würde gerne damit nach Hause fliegen. Also, Bernhard, 500 Euro für Sie, Gratulation. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, wieso hast du keinen Tipp gegeben? Du bist immer so nett. Du bist so ein netter Mensch. Und jetzt nicht. Der Nasenkreis. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, habe ich mir sagen lassen, dass man dann immer, also das nennt der Modellflieger Nasenkreis. Müsst ihr mal probieren. Also, jetzt gehen wir mal nach Karlsruhe, meine Damen und Herren. Dort wohnt Henning Hessler. Henning Hessler aus Karlsruhe möchte wissen, was ist die Zwei-Farben-Regel? Die Zwei-Farben-Regel ist ganz einfach. Bei Rot sollst du stehen, bei Grün kannst du gehen. Und Gelb? Gelb ist bei einer Fußgängerampel nicht dabei, Herr Balder, falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten. Und von dieser Fußgängerampel spreche ich gerade. Gelb brauchst du auch im Grunde nicht bei der Ampel. Ich frage mich, warum machen die Gelb überhaupt dazwischen? Du kannst doch, ist ja völlige Scheiße. Du ist kannst doch Quatsch? Zwei Farben reichen. Mach eine rein. Du brauchst gar keine Farben. Wenn ich bretter da durch, ist den Scheiß, egal ob da gelb ist oder grün, Kinder. Also, oder kann es, oder nur gelb. Matze. Ich fühle mich in der Mitte übrigens sehr, sehr gut so als Mittler zwischen den ganzen Dingen. Also, ganz ja, Bernhard, also bei der Zwei-Farben-Regel gehe ich mal ganz, ganz kurz in die Zucht von Foxterriern. Denn ich habe, wir hatten ja passen mal... Passen Sie auf, wenn Sie in die Zucht von Foxterriern. Wir hatten ja mal einen Foxterrier und der war reinrassig und da hieß es, der muss drei Farben haben, sonst gilt das nicht als reinrassiger. Welche drei Farben muss der Foxterrier haben? Ja, braun, schwarz und weiß müssen Foxterrier haben. Okay. Und wenn sie eben nur zwei haben, dann schade, Bastard. Ja. Nee, was passiert dann? Dann hat man die trotzdem lieb, aber kriegt nicht so viel Geld dafür wahrscheinlich bei der Zucht. Ist es richtig? Nein. Bitte? Ist es richtig? Nein, wir reden von drei Farben. Vielleicht Gynäkologie. Hey, drei Farbenregeln? Nee, zwei Farbenregeln. Doch, zwei Farben. Gynäkologe. Wenn was Rotes kommt, dann kannst du nicht schwanger werden und sonst halt. Wenn was kommt? Oh! Nix, nix. Wir lassen das mal ein bisschen sacken und machen ein bisschen Werbung und sind dann gleich wieder bei. Ja, bitte. So. Da sind wir wieder. Henning Hessler aus Karlsruhe möchte immer noch wissen, was ist die Zwei-Farben-Regel. Ich werde das, was Matze vor geraumer Zeit gesagt hat, einfach... Es ist aber nicht so simpel, wie heißen die Komplementärfarben? Also es ist nicht so simpel, dass... Was ist es nochmal? Rot und grün. Grün ergibt blau in der Mischung. Nee, also Farbkasten beim Farbkasten. Zwei Farben mischen und lila oder so, orange. Das wäre dann die Regel praktisch. Was ist denn die Regel? Ja, die Regel ist, dass eben zwei bestimmte Farben gemischt eine dufte dritte ergibt. Musste ich nicht. Matze. Chorweiler. Chorweiler ist ja so der Gazastreifen von Köln und da gibt es die zwei Farben. Das sollten wir vielleicht noch. Moment doch mal ganz. Das sollten wir vielleicht mal erklären für alle Damen und Herren, die nicht in Köln wohnen. Ach so, ja. Köln, Chorweiler ist so vor Ort, ist so wie Neukölln in Berlin. Kann man ich glaube, so die Frage ist mehr, was mit dem Gazastreifen. Ist ja wurscht. Jedenfalls, zwei Farbenregel ist, wenn du ein Fahrrad klaust, dann darf das nur zweimal überlackiert werden, weil sonst. Schöne Idee. Sonst schleift der Reifen von innen gegen das lackierte Schutzblech. Sowas vielleicht.
Nee, die Zwei-Farben-Regel. Es gibt doch die 3D-Brillen. Ja. 3D-Brillen, Zwei-Farben-Regel. Rot und grün. Kann 3D beim Kino gucken. Nee, heißt 3D. Sport. Im Tanzen. Sport vielleicht? Es ist natürlich im Sport, Herr Walder, vielleicht im Sport. Gibt es da die Zwei-Farben-Regel? Ja. Fahnen, das die hochgehalten werden. Bei welcher Sportart? Ja, ich dachte jetzt Schach. Grand Prix, aber das ist ja Quatsch. Ja, es gibt nur zwei Farben auf dem Scheißbrett. Schwarz und Weiß sind keine Farben. Tut mir leid, dass ich dich korrigieren muss. Nächster Vorschlag. Also wir sind beim Sport. Ich war beim Automotorsport, aber ich glaube, die haben sehr viel mehr Farben als nur zwei. Die haben ganz viele Farben. Aber sind wir im Sport? Ist das richtig? Wir sind im Sport. Ah, das schaffen wir. Zwei Farbenregeln schaffen wir. Das ist eine abgedrehte Sportart sein. Sowas wie Fallschirmspringen. Fallschirmspringen, Tauchen. Sowas oder... Überhaupt nicht. Skifahren. Rubenbauer dafür. Wunderschön, meine Damen und Herren. Wie Katja Salzinger um das grüne Tor, um das blaue Tor herumfährt. Und dann gibt es noch das rote Tor. Also es dürfen zum Beispiel keine grünen Tore aufgestellt werden. Das gab es bei dieser Geh aufs ganze Show aber auch mit dem Zonk. Da gab es grün und das rote. Ich glaube, es ist... Sind denn Skifahren die Wimpelchen? Ist das vielleicht wirklich Fußball, die Zwei-Farben-Regel, dass die Mannschaften zwei verschiedene Farben tragen müssen? Was? Trikotfarben meint er. Ja, ist ja wohl logisch. Ja, aber mich würde es nicht wundern, wenn es trotzdem geregelt ist. So, jetzt kommt's hier. Fallschirmspringen. So. Wenn man runterfliegt und der blaue Planet wird irgendwann langsam grün, dann... Wo ist ja diese blöde zwei Farben? Also ich hab in der Schule schlechtere Noten bekommen, wenn ich mit einem falschen Stift geschrieben habe. Wenn ich zum Beispiel in Rot geschrieben habe, dann hat die Lehrerin gesagt, geht nicht, das ist meine Korrekturfarbe. Es gibt eine Zwei-Farben-Regel. Ich darf nur in Schwarz schreiben, Sie nur in Rot korrigieren. Aber wir sind doch im Sport. Im Sport sind wir doch. Das ist der einzig schwache Punkt überlegen, der Argumentation. Wir sollten mal überlegen, wo was mit Farben zu tun hat. Golf, die Farbe der Bällchen, nein. Golf sind wir doch. Das ist egal, welche Farbe die Bälle haben, glaube ich. Also ich bin ja eigentlich irgendwie in der Leichtathletik, aber ich weiß nicht, wo man da Zwei-Farben-Regel... Das wusste ich auch nie. Wo könntest du denn noch im Sport die Zwei-Farben-Regel? Im Wasser. Ja, gut, im Schwimmen. Wenn die Abgrenzungsmarkierung rot-weiß ist. Nein, natürlich beim Hürdenlauf. Die Hürde kann ja nur in eine Richtung kippen. Also wenn ich über eine Hürde drüber springe und sie ist falsch rum, dann tue ich mir richtig weh. Während wenn sie in der richtigen Reihen... Also ich haue immer dagegen. Aber ist egal. Aber in einer Richtung... Ja, auch. Ja, auch. Mit dem Kopf. Aber in einer... Segeln. Idee, das wäre Segeln. Segelsport wäre eine Idee von mir. Das könnte was mit auch Flaggen oder Fahnen zu tun haben. Also wenn ich es euch jetzt sagen würde, würden wir noch eine Frage schaffen anschließend. Ja, sag's uns. Ja, Formel 1, rote und gelbe Flagge. Ich sag's euch. Nee, da war ich ja eben. Tischtennis. Ach, die Wahl! Das kenne ich auch wie diesen scheiß Hubschrauber! Tischtennisschläger haben auf der Vorder- und Rückseite verschiedene Belege. Die unterschiedlichen Belege beeinflussen die Flugeigenschaften des Balles. Damit die Spieler erkennen können, mit welchem Belag der Gegner seinen Schlag gerade ausführt, müssen die beiden Belege farblich voneinander unterscheidbar sein. Diese Forschung wird von der sogenannten Zwei-Farben-Regel des Internationalen Tischtennisverbandes definiert. Tischtennisschläger haben immer zwei Farben. So, Henning, 500 Euro. Gratulation. Gut. Eine Frage schaffen wir noch. Elisabeth Sous oder Saus. S-O-U-S. Kann auf Französisch ausgesprochen werden. Sous. Saus. Egal. Elisabeth aus Stolberg möchte wissen, was sind Lochmäuse? Lochmäuse? Lochmäuse. Lochmäuse. Es gibt ja Locher. Und die Molocher machen kleine Mäuse. Wenn man da Ohren und Schwänzchen dran klebt. Da sie ja im Mickey-Maus-Club sind, wissen sie. Ja, genau. Nein, du tust dein Geld natürlich manchmal in einen Sparstrumpf oder in irgendwelche Löcher im Boden, Loch, Mäuse. Aber die Sache ist von der Grundidee her. Was hast du gesagt? Von der Grundidee. Wovon hast du geredet? Im Sinne von Locher. Nee, Locher nicht. Aber von den Mäusen. Mäuse. Nee, im Sinne von Löchern. Im Sinne von Löchern. Wenn man so Hefter, so Löcher in so... Lochmäuse. Es gibt Mäuse, die wohnen... Es gibt Mäuse. Es gibt Mäuse, die wohnen, die graben Löcher und wohnen unterirdisch. Und es gibt, hatten wir das nicht, die Stadt und die Feldmaus? Und die Stadtmäuse, die... Warte mal, meine Damen und Herren, ich weiß es und ich habe jetzt was. Ich weiß es und ich habe eine Lochmaus bei mir. Nein! Diesen Fitzel hier, der im Bauchnabel drin steckt, das ist die Lochmaus. Nein. Eine Wollmaus. Nein, das hatten wir schon mal. Das hat der Balder immer. Ja, das heißt... Ja, ist das so? Ja. Nein, das sind keine Lochmäuse.
Klappermäuse, die heißen anders. Die sind irgendwie aus der Familie der Klabusterbären, aber die heißen irgendwie anders. Womit war ich denn jetzt nah dran? Mit einem Locher oder mit Mäusen? Eher mit dem Locher, aber ist auch falsch. Aber die Richtung ist gut. Es wird etwas gestanzt. Nein, nein, die Idee von Matze ist gut. Was? Welche denn? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Nein, ich hatte auch das mit dem Locher, also du lochst ja und dann sind ja diese zwei kleinen Ringe, die überbleiben, die man ausgestanzt hat. Das hat mit dem Locher nichts zu tun, aber denkt mal weiter. Also sind wir im Bereich Schreibwaren oder Bürobedarf? Überhaupt nicht. Nee, aber wir sind im Bereich, dass man maschinell Löcher fabriziert oder Rundungen fabriziert. Also, oder etwas fabriziert, damit man etwas zusammenschieben kann. Genau, gib mal so eine Tüte Lochmäuse. Ja. Wir brauchen mit welcher Hingabe, welche Ernsthaftigkeit. Ja, natürlich. Sagen Sie nochmal. Konfetti. Es war das Konfetti, was mir in den Also, was macht man denn, wenn man, also beim Locher, was passiert da, man stanzt ja was aus. Ja, ja. Dieses Prinzip ist gar nicht schlecht, nur es hat beim Locher nichts. Nein, aber entweder bleibt etwas übrig nach dem Stanzen, das könnten Lochmäuse sein. Man stanzt zum Beispiel Medizin? Nee, beim Schreinern. Beim Schreinern muss ich doch irgendwie Löcher reinmachen mit so einem Flex-ähnlichen Ding, genau. Ich weiß nicht, wie es heißt. Dann bleiben so Späne übrig, die so ein bisschen Das ist ein Hobel. Das ist ein Hobel. Hobel, ja, schreit mir nicht an, ist eben ein Hobel. Ja, ruf die Hobelpolizei. So, und dieses Schraubending, das nennt man Lochmaus, weil es ist kein Hobel. Aber sie tun jetzt so, als wüssten sie, es wäre ein Hobel. So wie eben beim Hubschrauber, also, da sagt er nur, ich hab's auch nicht gewusst. Ötze, ötze, ötze. Ja? Das muss ja irgendwas sein, Sendung mit der Maus. Es wird etwas ausgestanzt und das, was übrig bleibt, sieht aus wie eine Maus. Was könnte das sein? Ja, was könnte das sein? Mein Gürtel, mal. Leder. Loch im Gürtel, Leder. Ein Wort reicht mir und dann habt das. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein blauer Tischtennis. Was? Tischtennis. Genau. Er sagte doch gerade ein Wort. Habt ihr irgendein Gerät im Auge, wo... Stanze. Vielleicht irgendwo... Tacker. Sowas. Eine Fräse. Als Abfallprodukt rauskommen könnte. Ja, schon klar. Was wird denn gelocht? Entschuldige mal. Gürtel hat man, ne? Knipser. Bademeister, Knipser, Karte. Danke. Schaff mal. Weihnachtskekse. Nein. Wo wird denn was gestanden? Aber ist es ein Abfallprodukt bei der Zubereitung von Speisen? Nee, nicht bei der Zubereitung von Speisen. Ein Bohrer, es gibt einen Bohrer, ein Bohrer gibt es halt. Stanze nicht bohren, das muss ich von oben nach unten bewegen und nicht im Kreis. Bei Materialien, es gibt irgendwelche Materialien, die hergestellt werden. Und kein Materialien, es ist ein Gegenstand, den wir alle kennen und auch alle haben. Alle haben? Ja, alle. Eine Schere, jeder hat eine Lochmaus. Nein, die Lochmaus ist ja weg. Die suche ich ja, aber ich brauche den Gegenstand. Was ist denn mit dem Bürokammern? Lochmaus ist ein Abfallprodukt, das haben wir eben schon gehört. Ja, Bürokammern oder sowas vielleicht? Von einem Stanz... Prozess. Also ich sag's euch. Ich zeig's euch. Das sind Lochmäuse. Hä? Was ist denn das? Geld. Ach so. Nee. Das ist doch Geld von der Augsburger Puppenkiste. Von wo kommt das? Das sind Lochmäuse. Das ist ein Abfallprodukt, das entsteht, wenn man was herstellt? Eine Schere. Ein was? Eine Schere. Nein. Ehrlich? Diese Schere, wo man reingreift, die beiden Dinger, müssen ja irgendwie ausgestanzt werden. Ach, das soll man wissen. Das soll man wissen, muss man. Sie haben ja auch immer eine Schere in der Tasche. Natürlich. Dabei. So, und weil die früher, als es noch nicht maschinell ging, auf den Boden gefallen sind, haben die damals immer gesagt, das sind aus wie Mäuse, das sind Lochmäuse. Das sind Lochmäuse, fallen an als Abfallprodukt, wenn man Scheren herstellt. Ah, sehr gut. Ja, nur weil du früher als Hütchenspieler gearbeitet hast, hast du die Dinger in der Tasche. Elisabeth, 500 Euro für Sie, Gratulation. So. Also, es hat mir sehr gefallen. Wir haben viel Geld unter die Leute gebracht heute. Wann läuft's nochmal? Nächsten Donnerstag und Freitag, 20.15 Uhr in Sat.1. Mein Name ist Peter Klöppel und das ist mein Team. Vielen Dank. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.